Es wird wohl nichts schaden, es euch zu sagen. Ihr seht ziemlich ehrlich aus. Mein Name ist Ralis. Ralis Sedaris aus Gramfeste. Auf mich wartet ein Kind oben auf dem Festland. Hat mich hergeschickt, um ein paar seltene Antiquitäten aufzutreiben. Die Relikte von Azidal. Aber die Sache hat sich blitzschnell zum Desaster entwickelt, das kann ich euch sagen. Stand während des Tribunal-Addon irgendwo ein Typ in Gramfest herum, der Ralis ist? Ich kann mich nicht erinnern. Was ist passiert? Wer ins nördliche Aschland kommt, erwartet gar nicht, dass alles glatt läuft, wisst ihr? Aber das hier war nicht ganz mein Fachgebiet. Oh. Als ich anfangs nach Kolbjorn kam, war es nicht einmal zu sehen. Unter der Asche begraben, wie das meiste auf dieser verfluchten Insel. Ich habe einen Haufen von dem Zeug fortgeschaufelt, der höher reichte als mein Kopf, bloß um das Hügelgrab zu finden. Wer weiß, wie viel, um die Tür zu erreichen. Ausgrabungen sind nicht unbedingt meine Spezialität. Und selbst wenn, die Aschestürme wehen die Grube schneller wieder zu, als man graben kann. Ja, warum stellt ihr nicht ein paar Bergleute aus Rahmfels an? Glaubt ihr, ich hätte so viel Gold? Nein. Ich werde erst bei Lieferung bezahlt. Kann's mir nicht leisten, hierfür 1000 Septime aus eigener Tasche zu löhnen. Man braucht Gold, um Gold zu machen. Und so weiter. Es gibt eine Menge davon zu holen, aber ohne etwas Startkapital komme ich nicht dran. Ich habe etwas Geld. Ja, etwas. Sucht ihr nach einem Geschäftspartner? Fragen wir erstmal, was dieser Schatz überhaupt ist, nachdem er sucht. Habt ihr je von Azidal gehört? Ich habe sogar von einem Buch gelesen. Er war der erste von ihm. Große Nordverzauberer. Vielleicht sogar der erste Mensch, der die Elfenmethoden gemeistert hat. Habe ich von gelesen. Aber seine beste Arbeit nahm er mit ins Grab. Dort soll es ein paar Dinge geben, die mein Kunde die Relikte nennt. Relikte? Jetzt sind sie alt und sehr mächtig. Durch diese Kombination haben sie für gewisse Leute einen beträchtlichen Wert und rein zufällig kenne ich gewisse Leute. Zufällig? Also ich hätte etwas Geld, wenn du an einer Geschäftspartnerschaft interessiert wärst. Was? Meint ihr es ernst? Also, ich glaube, das könnte ich hinkriegen. Um die Einzelheiten können wir uns später kümmern. Wenn ihr das Gold organisiert, organisiere ich erstmal die Ausgrabung. Habt ihr das Gold? Nein! Alles da. Nun denn, sieht aus, als läge ein gutes Stück Arbeit vor mir. Ich gehe nach Rabenfels zurück und treibe ein paar Bergleute auf. Sobald wir etwas einigermaßen Ansehnliches gefunden haben, schicke ich euch Nachricht. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen, Partner. Wir sehen uns bald. Ja. Deswegen musst du mich nicht wegschieben. Hört mal, das kann dauern. Graben braucht seine Zeit. Kommt später wieder. Ach, Sirena hat ihre gruselige Kopfbedeckung ausgezogen. Das Tagebuch von Ralis Sedaris, Band 19. Ich ziehe weiter nach Solstheim, wo ich einigen Gerüchten über dieses Kolbjorn-Hügelgrab nachgehen will. Mein Auftraggeber scheint sich sicher zu sein, dass wir die Relikte von Azidal hier draußen finden werden. Ich bin mir da zwar nicht so sicher, aber solange er gut zahlt, suche ich, wo immer er der Alte nahe es will. Die ersten Erkundungen haben wenig gebracht, gelinde ausgedrückt. Zuerst dachte ich, ich hätte die Karte falsch herumgehalten, bis mir klar wurde, dass dort alles vollständig abgebrannt war. Ich werde so viel ausgraben, wie ich kann und vielleicht den einen oder anderen Einwohnern aus der Gegend rekrutieren, um mich zu unterstützen. Ich habe zwar niemanden mehr gesehen, seit ich Rabenfels verlassen habe, aber ich höre immer wieder Stimmen und flüstern um mich herum. Ich muss nur herausfinden, von wem das kommt.
Ja, musst du wohl. Hört mal, Lass dein Tagebuch einfach mal hier, falls du was Neues da reinschreiben willst, aber, ne? Ja, bla 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 bla. Checken, das ist aber nicht nett, ihn mit bla 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 unterbrochen wollen zu tun. Ich bin ja auch nicht nett. Außer weil. Es waren meine eigenen Ziele, dass ich jetzt hier diesem Typen 1000 Gold geschenkt habe. Ich beute ihn nur aus. Denn so ist Chicken. Ein böses kleines Chicken. Da ist ein Fleckchen grün. Grün, 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 grün. Was ist denn das, weißt du? Zeug da, oh ja. Erinnere ich mich? Ja. Albino-Spinnenei. Albino-Spinnen-Hinterleib. Ja. Ja. Ich erinnere mich. Die Dinger gab's ja hier auch. Kann ich nicht über die Frostbissspinnen haben? Ganz ehrlich. Die sind nicht so widerlich. Auch wenn sie größer sind. Naja, bisher haben wir nicht die Spinnen hier gesehen. Ja, bisher. Wir werden sie noch kennenlernen. Oh. Oh ja, und wenn wir sie kennengelernt haben, muss Chicken eigentlich auch mal so eine Story erzählen, die sie erfahren hat. Seid ihr Banditen? Ja, Serana rastet aus. Ihr seid Banditen. Plünderer. Was mir gerade einfällt, das sind doch sowieso alles Duma. Wieso habe ich nicht eine andere Waffe dabei? Weiß nicht. Frage ich mich auch manchmal. Manchmal, aber auch nur manchmal, frage ich mich sowas. Ich müsste mal gucken, ob ich dann, wenn ich irgendwann aus Green zurück aufs. Kann man das. Ich wollte schon Festland sagen, aber dann habe ich überlegt, kann man das Wort Festland nennen? Himmelsrand halt. Dass ich da in irgendeiner Kiste mir ein anderes Schwert vielleicht nehme. Habe ich überhaupt irgendein anderes gutes Schwert? Ich hätte einmal das, was ich Mörser Freier aus seinem Haus geklaut habe. Das hat, glaube ich, auch recht wenig Ladung. Ach, wer weiß das schon. Erstmal hier die Fallen auslösen, damit niemand versehentlich reinstolpert. Deltrische Streitaxt der Versteinerung. Für 6 Sekunden lähmen. Du wolltest doch eine andere Waffe schicken. Ja, aber das ist kein Schwert. Das ist eine Axt. Ich bin Schwertkämpfer. Die sind wieder solche Herzsteinlager, wo wir Herzsteine rausfarmen können. Aschewurzelbunt. Ach, da vorne ist nämlich auch schon Miraks Tempel auf dem Kompass. In Schneegebirge. Ach, sogar eine Treppe. Ist das überhaupt eine Treppe? Wenn ja, sollten wir sie benutzen. Nee, warte, das war's, oder?
Oh, ich sehe da nichts. Woher seid ihr gekommen? Ja. Guckt euch an, wie. Ist sie schon tot? Okay, dann guckt es euch nicht an. Oder ist hier noch so ein Kokon? Ach ja. Einfach so ein Detra-Herz, wow. Hephaestus, warum musst du dir sowas einbauen? Rubindrüse. Druse. Jetzt kann, sag mir nie, ich kann eine Rubine. Hallo Schmetterling. Ja, wirklich, Rubine. ETF? WDF! Nein, nicht ablenken lassen. Aber Chicken! Eine Dwemer-Ruine. Die ist vorher eigentlich noch gar. Na gut, das sieht aus, als wäre es unter der Erde und deswegen, ne? Ausgrabung hat man sie dadurch gefunden. Aber wir wollen jetzt zum Tempel. Tempel! Tempel! Um ja diese eine gewisse Sache holen. Damit die andere gewisse Sache nicht verglitscht ist. Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Ist das ein Drachenskelett? Zwei Drachenskelette? Die liegen aber schon länger hier. Drei Drachen. Vier Drachenskelette. Uiuiui. Vier Drachenskelette. Fünf! Die sind auch Leute. Und wenn die Welt erst hört. Und wenn die Welt erst Plünderer. Wer bist du? Und wenn die Welt sich erinnert, Herkscher. Ist es um diese Welt geschehen. Hier in Plünderer. Sie vergessen haben. Zirk. Jork. Zwei weitere Skelette. Das ist ja so ein richtiger Drachenfriedhof. Noch einer. Chicken, darf ich dich daran erinnern, wie viele Drachen du abgeschlachtet hast? Und du hast noch weitere 24 Seelen, die übrig geblieben sind. Was ist ein weiterer? Da ist ein weiterer. Bist du der Baum, Stein? Tierstein. Und hier haben wir einen Riegling. Tierstein? Frostbiss. Hm. Der Tierstein steht jetzt auch woanders. Der stand ja vorher hier nördlich irgendwo des Efchalding-Sees. Alles ist umplatziert worden. Baba, ja, Rieglinge. Die gibt's ja auch wieder, natürlich. Da ist der Chaldin-See. Aber wir wollen uns nicht ablenken lassen. Naja, Filik. Was auch immer. Und Gesundheit. Haben wir noch jemanden? Und wenn die Welt erst hört. So viele Plünderer. Und wenn die Welt erst sieht. Die Welt kann sehen und hören? Und wenn die Welt sich erinnert. Ja, Chicken, eher die Leute, die in dieser Welt leben, sind damit gemeint.
Ihr müsst gegen das ankämpfen, was euch kontrolliert. Dann ist es um diese Welt geschehen. Hier in seinem Tempel. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ihr müsst diesen Ort verlassen.